Eilmeldung. Außenministerin Baerbock und Kulturministerin Roth übergeben in Nigeria die seit 125 Jahren in Deutschland befindliche Benin-Bronze zurück. Reise nach Nigeria, Rückgabe der ersten Benin-Bronzen. So teilt die Bundesregierung eilig heute mit. Nach 125 Jahren sind die ersten Benin-Bronzen jetzt in ihre Heimat zurückgekehrt. Kulturstaatsministerin Roth hat gemeinsam mit Außenministerin Baerbock 20 der wertvollen Kunstwerke bei einer feierlichen Zeremonie in Abuja an Nigeria übergeben. Es sei ein historischer Moment, sagte die Staatsministerin. Außenministerin Baerbock, Kulturstaatsministerin Roth und die nigerianischen Partner bei der Übergabe. Festliche Übergabe in Abuja. Roth und Baerbock mit dem Minister für Information und Kultur Lai Mohammed sowie dem nigerianischen Außenminister Geoffrey Onyema. Wir geben heute Nigeria und den Menschen in diesem Land ihr kulturelles Erbe zurück, erklärte Roth anlässlich der feierlichen Übergabe der Benin-Bronzen am 20. Dezember in der nigerianischen Hauptstadt. Gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock ist Claudia Roth nach Abuja gereist, um das erste Konvolut der Benin-Bronzen an Nigeria zurückzugeben. Dabei handelt es sich um insgesamt 20 Objekte aus den 5 deutschen Museen der Benin Dialogue Group, die sich zuvor in deren Sammlung in Berlin, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Köln befanden. Darunter sind etwa Plastiken, die das Antlitz verstorbener Herrscher zeigen, ein Altarhocker sowie ein kostbares Zeremonialschwert. Die Meldung wird fortgeführt. Ich werde den Link extra hier unten noch einmal beifügen, dieser wichtigen Information in diesen Zeiten, wo es sonst nichts so Wichtiges gibt. Deshalb hier diese Eilmeldung. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich werde die bunten Bilder aus Nigeria natürlich an dieses Video hinzufügen, um diesem wichtigen Ereignis das entsprechende Gewicht zu geben.